Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Ja, wir werden jetzt so unten wahrscheinlich mit dem riesen Geschütz kämpfen und meine Taktik wird sein, dass ich zuerst die Minions ausschalte. Na, okay. Das war jetzt nicht so smart. Und bewegt er sich denn? Super. Ach, die Konsole war offen, deswegen. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum das Ding sich nicht bewegt, aber na gut. Ja. Wir werden die Gegner da hinten jetzt nicht platt machen. Sondern wieder direkt darunter rennen. Nee. Schon ein bisschen ätzend. Ganz klein wenig. Hab ich dich gelehrt? Habe ich. Aber immerhin habe ich es jetzt geschafft, den Speicherpunkt möglichst nahe hier hinzusetzen. So dass wir nicht mal ganz so weit laufen müssen. Okay, die Deckung ist auch zerschießbar, die hier ist. Ich werde mich jetzt einfach mal hier hinter verkriechen. Frage ist natürlich, ob dieses Scheißgeschütz hier hinterkommt oder nicht. Ja, es kommt hier hinter, okay. Wenn es da ist, kann ich dann aber mal gucken, ob ich hier hinten irgendwo Spiritzen kriege. Weil ich würde nämlich gerne hier die Assembler und sowas platt machen. Natürlich hat dieses riesige Geschütz nur Fokus auf mich. Sonst wäre es ja auch langweilig. Hi! Oh, okay. In Deckung! Deckung! Jesus. So, Munition haben wir hier. Alter. Das Ding ist echt hart. Was? Ach so, in dem roten Kreis darf ich nicht stehen. Habe ich verstanden. Aber sah jetzt schon mal nicht so verkehrt aus. Von der Taktik, fand ich. Doch Munition mitnehmen. Weil wenn wir die Minions nämlich, also die kleinen Gegner da ausgeschaltet haben, vor allem das Tolle ist bei diesen komischen Metal Gear Solid Viechern, ist ja, dass die auch nochmal Untergegner spawnen, also Minions. Und ja, wenn wir die alle ausgeschaltet haben, dann haben wir in dem Sinne ja. Ich könnte natürlich versuchen, ihn einzufrieren. Das wäre noch eine Option. Oh oh. Ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme. Ja. Hier weiter vorrücke. Schild, 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 Schild. Regeneration bitte. War sonst irgendwo ein Gegner? Ja, natürlich bist du getroffen worden. Ja, das sehe ich. Au, au. Alter. Denkt man mal, man könnte jetzt vor dem Feuerstrahl herlaufen. Aber dem war nicht so. Uns fehlt hier irgendwie eine Art Panzer oder sowas. Mit dem Nomad hier reinfahren. Früher hatte der ja auch ein Geschütz.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich es wirklich schaffe, innerhalb dieser Folge dieses Riesenvieh platt zu machen. So, Knarre ziehen. Vorjumpen. Den ersten Grill in Deckung gehen. Dann ist der nächste. Weil der jetzt mal den dritten Drossel rausstecken würde. Okay. Komm, beweg dich mal weg hier. Au, au, Alter. Genau deswegen wollte ich die Minions ausschalten. Da hat man nämlich nur noch einen Gegner, auf den man sich konzentrieren muss. Sobald nämlich die Schilde unten sind bei mir, von meiner aktuellen Skillung ist vorbei. Und nein, ich kann leider nicht da drüben speichern, das ist ja das Doofe. Wir dürfen jedes Mal den Weg da wieder hinrennen. Klingt komisch, ist aber so. Haben sich die Entwickler so ausgedacht. Oder sich so dazu entschieden. Aber wir wissen schon mal, wir dürfen nicht mal in diesem roten Zirkel stehen. Alter! Wieso hat das Vieh denn direkt Fokus auf mich, wenn es von meinen Jungs angeschossen wird? Falsche Richtung. Nein, ich werde den Schwierigkeitsgrad nicht verringern. Das ist erstens gegen meine Ehre und zum zweiten, es ist eine Herausforderung und wir wollen uns der Herausforderung ja auch stellen. Ich meine, sonst wäre das ja einfach so auf die Schnelle gemacht und ja. So. Der steht da und gammelt. Platt. Er möchte nicht rauskommen. Stirb. Geh in Deckung. Das ist der nächste. Das ist sehr schade. Ja, genau. Au, 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 au. Was? Was? Das ist nicht deren Ernst, oder? Du bist ja schon bei einem Treffer weg. Sind wir vorhin aber schon ganz schön weit gekommen, wenn das wirklich so hart ist. Ich meine, wir sind ja auch erst 8 Minuten an einem und demselben Gegner und haben immer noch keinen Fortschritt. Ist ja okay. Kann man mal machen. Den wollte ich. Mal wieder hier hin. Gegner. Natürlich hat er es wieder auf mich abgesehen.
Au. Fuck. Lass mich doch doch. Da hängt sie an der Kante fest. Alter. Sie hat ein Jetpack und bleibt an dieser scheiß hüfthohen Kante hängen. Oh, ey, es tut doch schon weh. Auf ein neues. Ist ja nicht so, dass das langsam frustrierend wird. Das ist teilweise so unnötig. Kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern? Saugeil. Gut, dann gehen wir mal wieder in Deckung. Der da hinten rumkraxelt, den nehme ich mit dicht zur Brust. Stirb. Wow. Vieh. Ich möchte genau diese Deckung hier jetzt nutzen. Wir haben noch zwei Gegner. Wow, noch jede Menge mehr anscheinend. Sind hoffentlich nicht in diesem Raum. Bin mal gespannt, wie das am Ende des Tages hier mit Munition aussieht. Ja. Autsch. Das, was ich hier mache, ist nicht sonderlich effektiv, ja? Speichern? Natürlich kann ich hier nicht speichern. Ja, zu einfach. Überreste. Sprossensaatampulle. Schildkondensator. Sehr geil. Wir haben es geschafft. Fuck yes. Kann man auch nicht speichern. Ist das irgendwie so auf Areale beschränkt? Ich meine, ich komme vorhin noch in dem Raum hier speichern. Oh, es gibt wieder Munition und Leben. Vermutlich auch Gegner. Ich kann immer noch nicht speichern. Kann ich jetzt speichern? Nein, natürlich nicht. Kann ich hier speichern? Immer noch nicht. Oder gibt es irgendwie so einen zeitlichen Timer? Assembler? Okay.
Ich höre sie klimpern. Alter, erschreck mich nicht so. Sind alle dahinter? Hoffe ich ja mal, dass ich hier nicht sterbe. Ach du Scheiße. Die komischen Drecksviecher wieder. Natürlich auch noch so super stehen, dass man absolut nicht gegen ankommt, weil die sich mit ihren Schilden gegenseitig decken. Dann sind es jetzt natürlich auch noch zwei von den Viechern. Ich kann es gar nicht erwarten, wenn Mass Effect uns dann auch so zwei von den Riesenviechern von vorhin da entgegenwirft. Komm aus dem Weg, damit ich das Vieh treffe und nicht dich. Falsche Waffe. Nacht. Hier gab es zwar Munition, oder? Ich glaube, da unten gab es Munition. Irgendwo war ja Munition. Kann ich hier speichern? Ich kann immer noch nicht speichern. Ach, leck mich doch, Spiel. Leck mich. Ah, hier gibt es Munition. Halleluja. Das Fiese ist ja auch, dass die Deckungen hier alle fast alle zerstörbar sind. Ich denke, als nächstes brauche ich dringend ein Scharfschützengewehr. Der hat nichts mehr. Dahinter waren nur noch Gegner, oder? Kann immer noch nicht speichern. Okay. Nur jede Menge unberuhigende Geräusche, aber nichts Bedrohliches. Hier. Datenlaufwerk. Überreste. Das Erbstück. Beschädigtes Datenlaufwerk. Hinwerk. Das Laufwerk ist alt und war den Elementen ausgesetzt. Der Großteil der Daten ist beschädigt. Kleinere Datenpakete wurden jedoch gerettet und aus dem Salesch übersetzt oder Chilesch übersetzt. Es scheint sich bei den Daten um eine Reihe von Tagebucheinträgen zu handeln. Geschichten, die Großvater erzählt hat, wie der Handschuh zu ihm kam, hätte seiner Schwester gehören sollen. Sie war die älteste der Geschwister, direkte Nachfahren von Zorai. Aber sie hatte kein Interesse an den Geschichten, der Ahnen oder der Relikte. Sie hat ihr Recht abgelehnt und dann ging der Handschuh auf Großvater über. Dann auf meinen Vater und nun gehört er mir. Ich verstehe es kaum und es macht mir Angst. Ich habe die Weisen besucht. Sie sagten, Zorai konnte Relikt sprechen. Und vielleicht hat dieser Handschuh eine Rolle dabei gespielt. Wenn ich ihn anziehe, dann ändert er irgendwas in meinem Kopf. Ich mag das Gefühl nicht. Iran will ihn. Den Handschuh. Sie sagt, meine Furcht davor macht mich unwürdig. Ich sollte ihn an sie abtreten, wie unsere Großtante an unseren Großvater. Ich fürchte ihn nicht. Ich werde es ihr zeigen. Ich werde ihn mit den Relikten verwenden, wie mein Vorfahre. Ja. Okay. Standgesetzte Komponenten. Das eine Art Handschuh gewesen sein. Er wurde allerdings beschädigt. Die Innenseite ist übersät mit Kontakten. Okay. Vielleicht.
Vielleicht wurde er ja als Eingabegerät verwendet. Ich bin echt gespannt, wo das hinführt. Suchen wir nach diesem Tavos. Okay. Da kamen wir her. Wo soll man jetzt hin? Hier ist noch eine Kammer, oder? Ah, hier gibt's einen. So gefällt mir das. Okay. Jetzt können wir da hochkraxeln. Ich sehe, wohin das geführt hat. Die hätten wir vorhin schon platt machen können. Einer weniger. Noch einer weniger. Das kannst du haben, komm her. Da war auch noch einer. Oh Gott, wo haben wir denn jetzt das letzte Mal gespeichert? Jetzt sag mal nicht, ich muss dieses Riesenvieh nochmal platt machen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon. Das haben wir gelesen. Das nehmen wir auch mal uns. Das Datenblatt haben wir auch. Ja. Dann bleibt uns jetzt ja nur noch wieder die Tür da zu öffnen. Das sorgt für gleiche Chancen. Mhm. Okay, die gammeln jetzt nur. Ich möchte sie aber trotzdem platt machen. Das ist eine reine Prinzipsache. Die Assembler habe ich früher irgendwie nie so ernst genommen, aber mittlerweile, so in der Masse, machen die ja schon Schaden. Kann ich verstehen. Wenn ich neben dir stünde, würde ich diesen Trupp auch lieben. Zum Glück gibt es ja kein Friendly. Treffe ich den nicht, Sauerei. Nochmal, wer hat noch nicht? Da sind hier immer noch welche. Okay. Aua. Okay, okay, okay. So einfach mache ich die das nicht. Jetzt wiederbeleben? Offensichtlich. Okay. Sonst noch jemand? Okay, da hinten ist noch einer. Sieg.
So köstlich. Noch mehr Überreste. Brandmunition. Hatten wir hier nicht gerade irgendwie Plattform? Ah, da, okay. Da haben wir Plattform ausgefahren. Ja, okay. Ich dachte, da könnte man jetzt einfach so dran springen. Okay, einfach so anscheinend nicht. Aber... Und jetzt? Darüber oder was? Hey, Behälter. Okay, geht's jetzt hier noch irgendwie weiter? Oder war das jetzt einfach nur, um die Behälter hier zu kriegen? Okay, wir müssen einfach anscheinend wieder nur nach oben. Und das war's. Wir können's nur Behälter. Okay. Bisschen enttäuschend. Ach so, Quatsch, hier ist ja noch die... Ah ne, das Ding ist, bleibt zu. Ausgang in der Richtung. Tut sich soweit auch nichts. Keine Gegner, kein nix. Beam me up, Scotty. One more time. So, jetzt sind wir wieder hier oben und hier draußen. Mal die ganzen HP auffüllen, sofern ich das nötig habe. Na, anscheinend nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, verstehe. Ich glaube, wir können jetzt das Ding wieder öffnen, ne? Die Brücke. Das könnte es sein. Oh, hi. Das ist natürlich blöd, dass die auf einmal vor meiner Nase standen und ich sie nicht gesehen habe. Aber nun gut, wir wissen, was zu tun ist. Ja. Ich denke aber, das war's jetzt erstmal für heute. Danke fürs Zusehen. Like, Share, Subscribe, hilft mir weiter. Teilt auch gerne meine Facebook-Seite, weil umso mehr Leute das gucken, umso motivierter bin ich, das hier weiterzumachen. Ja. Das war's für heute mit mir, Wolfram Kabit. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und ich hoffe natürlich auch, ihr hattet Spaß. Bis denn. Ciao, ciao.